Hallo, herzlich willkommen zu Galaxies Asperger TV. Ich bin Doro und heute soll es um das Thema gehen: Wie gehe ich mit einem autistischen Freund um? Was kann ich falsch machen? Was kann ich richtig machen? Wie soll die Kommunikation und die Interaktion stattfinden, dass es für beide Seiten gut ist? Unsicherheit ist auf beiden Seiten gegeben. Autistische Menschen sind unsicher, wie sie sich verhalten sollen, dass sie richtig ankommen in unserer komischen neurotypischen Welt. Für sie komischen neurotypischen Welt. Für uns ist sie total normal und das ist ein bisschen unfair, weil wir sind in der Überzahl, von uns gibt es mehr und deswegen wird da eben diese Norm aufgestellt. Wenn die Welt voller Autisten wären, wären wir die Komischen und wir müssten uns anpassen und gucken, wie wir zurechtkommen. Wir nehmen die Dinge, wie sie sind. So ist es jetzt eben mal. Und jetzt bist du neurotypisch und möchtest gerne mit einem Autisten interagieren, so hast du vielleicht auch Unsicherheiten. Wie weißt du, dass der autistische Mensch sich jetzt freut oder ob er sich freut oder ob du ihn gekränkt hast oder nicht? Du kannst das ja nicht so einfach ablesen, ja, wie du das normalerweise machst mit anderen Menschen. Da siehst du sofort, oh Mensch, der findet das spannend oder toll oder jetzt habe ich ihn gekränkt, jetzt müsste ich mich entschuldigen. Und beim autistischen Menschen merkst du es gar nicht so richtig. Dieses Video soll auf beiden Seiten hilfreich sein. Einerseits für euch Neurotypen, was ihr machen könnt, wie ihr interagieren könnt. Und für euch autistische Menschen kann es sehr interessant sein zu wissen, dass auch Neurotypen durchaus Berührungsängste haben mit euch als autistische Menschen und wie wir da gemeinsam zusammenkommen können. Neurotypen. Wenn ihr nicht sicher seid, ob das, was ihr gesagt habt oder getan habt, in irgendeiner Weise negativ aufgenommen wurdet, dann könnt ihr nachfragen. Für autistische Menschen ist es ganz oft so, dass es nichts Schlimmeres gibt, als irgendwelche geblümelten, geschnörkelten, manipulativen Fragen und Umwege. Es ist viel verletzender, wenn irgendwie aus falscher Höflichkeit, in ihren Augen falscher Höflichkeit, versucht wird, ihre Gefühle zu schützen und nicht auf den kerndringend gesagt wird, was eigentlich wirklich Sache ist. Für einen autistischen Menschen in den allermeisten Fällen wäre es so viel einfacher und angenehmer, wenn du sagen würdest, du, das passt mir nicht oder das gefällt mir nicht oder bitte geh doch, ich möchte nicht, dass du hier bist, als irgendwelche verschönten Umwege. Das ist mal das eine. Direkte Kommunikation kann viel besser genommen werden als irgendwelche geschönten Höflichkeiten. Ich weiß, das ist für uns Neurotypen super unangenehm, super verunsichernd und wir trauen uns das gar nicht so sehr. Ich inzwischen, wo ich so viel mit autistischen Menschen arbeite, finde das ganz, ganz toll und angenehm und klar. Und das wirkt auch auf mich manchmal noch wie ein Wumms, wenn dann doch etwas sehr direkt gesagt wird. Aber gleichzeitig muss ich innerlich sofort über mich selbst lachen, weil ich dann denke, hey Mensch, das ist ja einfach nur Fakt, Tatsache, Wahrheit. Ist doch super, alles ist geklärt und ich darf ganz genauso eben auch meine Wahrheit dann zurück antworten. Und das ist ein ganz wunderbares Erlebnis, das ich immer wieder haben darf. So viel schon mal vorweg. Somit kann ich gleich mal eine Situation beschreiben, die eben oft auch vorkommt. Neurotypische Menschen unterhalten sich gerne im Smalltalk. Autistische Menschen mögen Smalltalk meistens nicht so gerne. Aber wenn es ein Thema gibt, das sie sehr interessiert oder sie doch versuchen, Smalltalk zu führen und dann kommen sie auf ein Thema, das ihnen sehr am Herzen liegt, dann können autistische Menschen ganz schnell in einen Monolog verfallen. Das heißt, sie erzählen dir alles, was sie drüber wissen und merken nicht, dass der andere sich langweilt oder in Eile ist oder genervt ist und gar keine Lust drauf hat. Jetzt du als Neurotyp bist jetzt gerade in dieser Situation, weißt nicht so richtig, wie du da rauskommen sollst. Du versuchst irgendwie durch irgendwelche Anzeichen, Körpersprache, durch kleine Signale oder Botschaften aus der Situation rauszukommen, schaffst es aber nicht, weil du keine Lücke findest, weil du die ganze Zeit bombardiert wirst mit Worten, Wissen, Informationen. Was tun? Jetzt überlegt mal ganz kurz, was würdet ihr denn tun? Das Einfachste, was man machen kann, ist sagen, hey, stopp,
Du, ist ja interessant, was du da alles weißt. Mir ist das zu viel. Ich möchte mich darüber nicht unterhalten. Wir können über was anderes sprechen. Was hältst du von diesem Thema? Du wirst einen autistischen Menschen damit selten kränken. Eigentlich glaube ich nicht mal. Wer von euch autistischen Menschen würde dadurch gekränkt sein? Ihr könnt es mir ja in den Kommentaren hinten unten schreiben. Ganz ehrlich sagen, es ist zu viel. Die meisten autistischen Menschen wären dir sogar dankbar dafür, weil sie es ja selbst nicht merken. Und viele von ihnen, die möchten es lernen oder die möchten sich unterhalten, im Dialog sein, aber ihnen fehlt die Übung. Wenn du ein aufrichtiger Mensch bist, wenn du ein Freund sein willst, ein guter Freund sein willst, dann gibst du hier ein klares Zeichen. Stopp, das ist ein bisschen viel. Dankeschön. Was autistische Menschen auch nicht mögen oder manche von ihnen nicht mögen, ist Körperkontakt. Hände schütteln. All diese neurotypischen Freundlichkeiten, die kannst du dann beim autistischen Menschen weglassen oder nachfragen, ob es okay ist oder ob er das möchte oder eben nicht möchte. Ist keine große Sache, wenn man einfach mal klar kommuniziert. Uns Neurotypen fällt es schwer, wie schon erwähnt, weil wir einfach uns dann als unhöflich oder unfreundlich empfinden. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja das Gegenteil. Und eben kontraintuitiv zu handeln und zu agieren, fällt uns wahnsinnig schwer. Autistische Menschen, ihr da draußen, wenn ihr uns auch erlebt, dass wir auch übergriffig sind oder unhöflich für euch wirken oder euch durch besonderes Nachfragen euch nerven oder in die Augen schauen wollen und dadurch bedrängend sind, dann sagt uns das auch, was ihr empfindet oder wie es für euch wirkt. Wir wissen es halt auch nicht. Ganz oft ist es wirklich auch gut gemeint. Ganz oft möchte man damit ausdrücken, wie sehr man jemanden mag oder schätzt. Also wenn zum Beispiel jemand dir nachschenkt, gefragt hat, darf ich dir noch was einschenken? Du sagst nein und du kriegst das Glas trotzdem gefüllt. Dann ist das nicht aus Übergriffigkeit in den meisten Fällen. Es ist nicht aus, ich achte nicht, was du sagst oder ich höre dir nicht zu, sondern es ist so ein Höflichkeitsspiel, dass es bedeutet, man sagt nein, um eine gewisse Weise von ich möchte nichts mehr, um eine gewisse Art von Höflichkeit zu wahren, und der Gastgeber möchte aber zeigen, nein, nein, wir sind hier nicht sparsam, wir sind sehr großzügig, du kriegst auf jeden Fall noch mehr oder Essen auf den Teller oder so, ne? Das sind so diese Klassiker, die immer wieder passieren und wo es zu Missverständnissen kommt. Ich habe die große Hoffnung, dass wenn wir reden, miteinander reden und mehr von unseren Welten preisgeben, und zwar so, dass wir uns verständlich machen können auf der einen Seite, indem wir uns preisgeben, auch vielleicht ein bisschen verletzlich mal machen können und der andere wirklich auch zuhört und das respektvoll dieses Vertrauen auch annimmt, dass man sich auch ein bisschen verletzlich zeigen kann. Wenn wir unsere Welten für den jeweils anderen öffnen, dann können ganz, ganz hervorragende Beziehungen und Freundschaften entstehen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Beste. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.